ich muss gerade nicht mehr sagen, Leute, da hätte ich mich mehr ausreden können. Ja, habe ich ja versucht nebenbei. Level du sollst nicht so viel Polizei. Du sollst nicht so viel. Hi. Hi. Was für eine Runde, ey. Allerdings. Oh Mann. Das. Goofy. Schlecht gefakte Kabel, Bonnie. Mhm. Ich hab nicht gefaked. Bist du doof? Ich hab wirklich nicht gefaked. Ich hab wirklich. Licht. Ja, ich bin schon da. Guck mal, ich hab mit Licht. Teamwork. Ich bin safe. Du bist nach mir erst hoch. Ja, weil mich Licht eigentlich immer null. Wann ist das? Alter. Bisher krieg ich ja wieder direkt an auf die Mütze. Hallo? Was ist los? Stressig. Hi. Hallo. Du auch hier? Ja. Kommt ab und an mal vor. Goofy sagt schon wieder, oder Goofy quatscht wiederum, dass ich sus bin und so und dass ich Kabel jetzt gefaked. Ja. Was ist das? Okay, Vorsicht, das ist ein Self-Report. Ich bin der Sheriff. Ich kann euch erklären, was passiert ist. Ich war bei den Wasserrädern unten. Und jeder, der es weiß, weiß, man fängt mit dem Wasserrad rechts an und nicht links. Man kann beide gleichzeitig. Man kann beide anfangen. Man kann beide anfangen. Okay, aber ich hatte trotzdem recht, weil Paps stellt sich nach ganz links ans Wasserrad. Ich frage ihn, was er macht. Er sagt, er macht das Wasserrad. Er hat aber das rechte nicht gemacht. Also versuche ich ihn zu. Er stand doch gerade eben da dran. Ja, er war jetzt danach da dran. Ich habe ihn gekillt. Ihr dürft mich rausvoten. Es ist doch egal, welche Reihenfolge man das macht. Nein, ist es nicht. Ist es nicht? Oder doch? Doch, es ist egal. Die ersten zwei Wasserräder kannst du in welche Reihenfolge machen, wie du möchtest. Dann war das ein Glückstreffer. Bitte, ihr dürft mich gerne rausvoten. Es ist nur noch ein Imposter übrig. Votet mich raus. Das ist ich hab den Paps die ganze Zeit gerade gehört, auch sogar von Dann drück nochmal Steuerung R in Cooling, dann resetzt. Ich hab mich selber auch gewotet, votet mich raus. Ihr habt auch gesehen, ich habe Paps gekillt, einer von uns beiden ist definitiv Imposter. Ich sag, ich bin der Sheriff, aber votet mich. Es ist nur noch ein Imposter übrig, ja, der wird sich jetzt ärgern. Ja, votet ich mich, das skippe. Ist der Safe Play. Ja, Safe Play wäre ihn. Ich habe mich sogar selbst gewotet, votet mich. Dann habt ihr keine Zweifel mehr, weil Papst ist definitiv einer gewesen. Es gibt nur noch einen Imposter. Viel Glück an den, der übrig ist. Also habe ich wie bei Tobi da richtig geköpft. Ich habe, aber dann hatte ich eine total komische Begründung, warum ich dachte, dass es Papst ist. Aber okay, Dachten wir gerade auch, was ist denn jetzt passiert? Das dritte kann man erzähl noch nicht erzählen. Mit Wasserrädern oder einfach Haar? Sogar als erstes machen. Ja, dann hatte ich Glück gehabt. Dann war das ein Glückstreffer. Das wäre ich jetzt tot. Ich habe eine Frage. Ja. Was mich gerade so ein bisschen wundert, wenn ein Imposter jemanden killt, dann hat man ja so ein X, dann ist man so durchgestrichen. Das hast du aber auch als Sheriff. Das hat Papst jetzt aber nicht. Doch, bei mir schon. Doch, bei mir auch nicht. Also wie gesagt, ich bin Sheriff, ich werde jetzt sowieso sterben, weil der andere Imposter mich töten wird, aber... Ja, nee. Ah, okay. Nee, weißt du, das war jetzt gerade auch, er hat bei mir auch ein X gehabt. Wie ich sie getötet habe, aber bei anderen nicht. Bei mir nicht. Der andere Imposter wird mich jetzt sowieso umbringen. Also. Bleib in der Nähe. Hä? Was ist denn das? Ich geb den neuen Hut. Was? Da. Nee. Wieso steht Papst hier vor mir? Das ist ein Bug. Der steht eigentlich. Also der bei mir ist er nicht da. Papst ist doch am Leben bei mir. Was? Bei ja, ich bin. Auch? Hallo. Hä? Nein, das ist, bei mir ist er nicht. Also das ist teilweise. Hört ihr mich auch? Ja. Bei mir ich bin Geist, aber. Ich bin aber ein Geist. Ihr seid, also ihr habt keinen Bock auf Geister, ihr seht alle so lebendig und so. Bei dir bist du quick lebendig. Ja. Hört ihr den auch reden? Dann ist die Sheriff-Mod irgendwie ein bisschen verbuggt wahrscheinlich, oder? Ja, ich hör ihn reden. Guck mal, Steuerung R finden. Ja, den hört ihr mich. Nee, er ist halt einfach lebendig da. Er ist ein normaler Typ, der ist kein Geist. Ist ja, aber also bei mir bin ich ein Geist. Ja, das ist ja auch interessant. Ach Gott. Okay. Ich mach mal meine Task. Bis gleich. Ja. Oh. Was? Jetzt ist er weg. Dritt einfach zum Rechten gehen. Ich glaube. Jetzt ist er komplett schnell weg. Schnell Boarding Pass machen. Chaos, jetzt ist er komplett weg bei mir. Das ist auch interessant. Er hat sich bei mir einfach in Luft aufgelöst.
Bei mir sind alle grün auf der Weite. Hä? Das ist ja komisch. Oh mein Gott. So. Ich muss die Note noch machen. Ich bin der Geist und ich kann reden. Papsch? Hörst du mich? Hä, warum höre ich Papsch die ganze Zeit? Oh, ohne Spaß. Hi, Vanni. Hi, Merlo? Hm? Hörst du Papsch auch reden? Ich habe ihn vorhin reden gehört, dann habe ich Steuerung L gedrückt und dann höre ich keinen mehr. Ich bin der Geil. Hallo. Hallo. Papst, ich hab gerade Light gefixt. Was ist, wenn du einmal Steuerung R drückst? Nee, der ist, bei mir, der ist bei mir quick lebendig. Der läuft bei mir hier in der Map rum teilweise. Hm. Bei Chaos aber eben auch. Der lief da einfach rum wie ein normaler Member hier. Wie so ein normaler Crewmate. Spannend. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Und er kommt immer so, ich bin ein Geist. Er war gerade noch hier eben. Und jetzt ist er wieder weg. Ach, scheiße. Ey, wer hat die Tür zugemacht? Bestimmt der Geist. Bestimmt der geistlebendige Papst. Oh mein Gott, ey. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Hi. Hab's gefixt. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte nur mal gucken. Ja, mach ob ich dir, mal ob ich dir helfen gut. kann. Nee, alles gut. Ein bisschen kenne ich mich aus. Ach, warte. Kanister muss ich noch machen. Die Papstsache hat mich echt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Der kann bestimmt, das ist jetzt bestimmt ein normaler Crewmate, aber der kann durch Wände laufen. Und reden kann er auch noch. Ich hab den eben auch noch, ich hab den einfach die ganze Zeit gehört. Ich hab ihn auch gesehen. Den Paps. Ich hab ihn auch gesehen. Hä, wie komisch. Der lief einfach wie ein normaler Typ rum und dann ist er durch die Wand verschwunden, einfach weg. Soll ich dir mal Licht fixen? Oh mein Gott. Creepy. Okay. Servus. Hallo. Chaos. Ja. Ich sehe Papst immer noch, ne? Ja, ich auch. Der läuft, der kann durch Wände laufen und dann ist er einfach weg. Ja, das ist ganz seltsam. Vor allem creepy, wenn er dann so da langläuft und sagt, huh, ich bin ein Geist. Ja. Leute, ja. Zwei ja. Leute sind übrigens tot. Ich glaube, schwarz und orange waren das. Ich gehe, Lab, geh mal. Aber sowas. Ah, nevermind. So viel dazu. Ja. Ah ja. Ja. Ja, da ist Grappy. Also vor allem mit der Begründung. Also ja, Tobi, ja, ich bin Imposter. Hat. Ich wäre es gewesen, hätte ich mal spielen können. Ich höre die ganze Zeit Papsch, ich muss mal gerade Sergei. Also, ich habe gerade geholfen. Was... So. Ja, Tobi ist auch weg, by the way. Die waren beide tot und ich glaube, die liegen hier auch beide. Wo? Wo? Ich hab's nicht gehört. Auf dem Metscan. Also, ich kann nur sagen, ich war eine ganze Zeit lang mit Venny unterwegs und auch eine ganze Zeit lang mit Merlo. Ich möchte mal eben anmerken, dass ich vorhin mit Scrappy und Chaos zusammen war und dann runter bin. Also, die haben beide Wires gemacht. Bin dann runtergegangen. Ja, genau. Specimen und da kam mir Goofy entgegen und dann weiß ich. Ja, also ich habe mit Scrappy noch den rechten Seismic gemacht. Der ist dann nochmal wieder zurück ins Lab und ich bin dann schon nach links weg. Ich würde mal wissen wollen, wie lange die beiden tot sind. Schon das ist eine gute Frage. Schon eine Weile wahrscheinlich, weil schon eine Weile, ja. Es sind ja zwei Kills gefallen bei schätzungsweise einem Imposter. Das heißt, entweder hat Scrappy auf die falsche Person geschossen und sich damit selber umgebracht, dann hätte die Person ihn aber eigentlich reportet. Oder er ist vom Mörder umgebracht worden und dann ist auch Tobi vom Mörder umgebracht worden. Ja, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Also wenn, sonst hätte Scrappy sich ja quasi selbst gekillt, wenn Papst jetzt keiner gewesen wäre, weil sonst würde ja kein Doppelkill fallen können. Naja gut, der Mörder macht einen und Scrappy versucht einen Unschuldigen zu töten, geht schon auch. Aber
Ich wüsste nicht, also hätte ja jetzt schon lange jemand gesagt, wenn er es versucht hätte, irgendwie. Hätte ja jemand gesagt, ja, bei mir hat er es ja versucht. Ich würde gerne mal wissen, wo... Vielleicht hat er es bei dem versucht, der jetzt auch tot ist. Kann natürlich auch... Vielleicht war der Imposter drunter, das Scrapyard auszusehen, den Falschen genommen. Ich würde gerne mal wissen, wo Chaos war. Habe ich doch gerade erzählt. Ich war im Lab, dann rechte Seismic, dann habe ich Storage und war dann jetzt bei den Lights eben. Und also eine Frage, Chaos, weißt du, wo Goofy hin ist? Weil der war ja dann auch oben, wo ihr... Goofy habe ich nicht gesehen, wie gesagt. Ich war seit dem Seismic, war ich nicht mehr im Lab. Aber davor, meine ich. Davor? Wo? Du warst doch vorhin beim... Ich erinnere mich nur an... Ich bin immer alleine unterwegs, das kann jeder bezeugen. Meistens jedenfalls. Oder Colin? Ja? Colin? Ja. Du bist doch hier vorhin rausgekommen aus Admin. Warst du da auch an der Lifeline? Ja, war ich. Da war ich schon tot. Warum haut Goofy jetzt ein? Und dann bist du jetzt zusammen. Ich habe das Gefühl, dass es entweder Chaos oder Goofy ist. Einer von beiden. Ja, weil die waren zuletzt zusammen mit denen. Ich habe jetzt eher Chaos auf dem Schirm, weil Goofy habe ich zwischendurch des Öfteren gesehen. Ja. Ich bin auch fertig von mir. Ich habe ihn halt nur einmal gesehen, wo er Richtung Lab hoch ist. Von Ich habe ihn jetzt öfter beim Light gesehen, also bei Electrical an sich und bei O2. Und Chaos habe ich nur eben einmal bei Light gesehen. Ich gehe mal bei Medbay hoch rein, da muss ich ein paar Aufgaben machen. Ja. Ach, scheiße. Ich muss meine Aufgaben weitermachen. Keine Zeit jetzt für ein Reset Seismic Stabilizer Stimmungs Alarm. Ja. Aus meiner Sicht kann es eigentlich nur Chaos sein. Weil ihn habe ich super selten gesehen, die anderen verdächtigen ihn auch. Und ich meine, er wäre auch von rechts gekommen. Was jetzt ja erstmal nichts an sich nichts heißt. Aber die anderen könnte ich eher saven für den. Ist in Richtung Lab. Ja? Wer ist tot? Was passiert? Nein, Moment. Ich will nur mal fragen, wo jetzt jeder so hingegangen ist. Ich bin ein Specimen und habe gerade meine drei Tasten erledigt. Glaube ich dir, Merlo? Ich bin ins Lab, habe da zwei Tasks gemacht und bin vom Lab gerade zum linken Reaktor rübergelaufen, wo ich die Leiche gefunden habe. Ich kann bestätigen, dass ich auf jeden Fall direkt erst ins Lab gegangen bin. Zum linken Reaktor? Ja. Quasi ganz oben am linken Reaktor habe ich hier Jan gefunden. Wie Seismic an war, bin ich aber hin. Da ist mir Chaos entgegengekommen und da war nichts, weil ich auch nochmal nachgeschaut habe. Ja. Da war noch, war ich alleine und Goofy kam kurz da nach. Da warst du alleine und rechts war Colin. Ja. Aber was also macht er denn für mich nach dem Alarm oben? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon reden darf. Hast du da irgendwo gesehen? Richtung was? Specimen Lab. Goofy. Goofy redet gerade. Ich höre Papst schon wieder. Ja, ich sag nichts mehr, Entschuldigung. Ja. Der zweite Imposter. Die einzige ist die Papsttrank. Nee, ich höre ihn auch. Für mich ist er auch noch am Leben. Also, so halb. Ein also Untoter. Wir sehen ihn nur für ihn, das ist den Geist. Ja. Ich schaue von hier oben auf euch runter. Schaut ihn im Grab, dann hört ihr ihn nicht. Ja, ich bin scheinbar ziemlich sass gerade, weil ich eine Leiche gefunden habe. Also das Ding ist... Ich kann euch nur versichern, ich war es nicht. Also ich würde sagen, also erstmal um meine Sicht mal zu sehen. Ich weiß, dass halt Jove Richtung links gegangen ist. Ja, wie hör ich. Okay. Und wenn dich jetzt keiner da irgendwie Lab gesehen hat und Chaos... Oh, nee, und doch, ich habe gesehen. Ich bin mit Merle hochgegangen. Ich habe dann den Seismic gefixt und die ist nach rechts jetzt in Lab rein. Jetzt ist die Frage, also eigentlich habe ich Goofy und Colin erstmal ausgeschlossen. Für mich war es eigentlich erst Chaos, weil ich meine, er kam in der letzten Runde, wo die Kills gefallen sein müssten von rechts, was ja erstmal nichts heißt an sich, aber Merlo habe ich auch. Ganz kurz, wir können jetzt einmal skippen und gleich den Button nochmal machen. Ich glaube, ich kann es auflösen. Okay. Kommt aber ein Alarm, wette ich mit dir. Ja, wahrscheinlich. Was sollen sonst kommen? Es ist so normal. Lass mich auch mal schlau wirken, okay?
Sorry. Passt schon. Ich darf auch nicht schlau wirken, trotz meinem coolen Hut. So. Papst, naja. Hey, du bist ja immer noch da hier. Da steht er, da steht er. Ich sehe... Ich darf nichts sagen. Weil mich alle hören, darf ich nichts sagen. Aber ich... Guck mal, ich kann auf dem Tisch tanzen. Unterm Tisch. Eigentlich fehlt mir nur noch eine Aufgabe. Manni, geh mal auf die Lifeline gucken. Ja, du kannst ja keinen killen. Oh, ein Split. Ach. Okay. Also. So, Detective Merlo. Ja, ich versuch's mal. Wer stand gerade eben am Admin-Table? Was? Wann? Goofy hatte uns doch gefragt, wo wir alle sind und dann gesagt, dass Vanny in Specimen richtig ist. Also muss Goofy meines Wissens am Admin-Table gestanden haben. Nein, aber glaube ich ihr, weil ihr zusammen als Gruppe noch da dran gestanden seid. Okay, also gut. Die Sache ist die, ich bin mit Colin zusammen nach oben gelaufen, dann ging der Reaktor los, er hat den Reaktor ausgemacht, ich bin in der Zeit ins Lab rein. Als der Reaktor aus war, ist Colin ebenfalls ins Lab. Da haben wir uns kurz gekreuzt. Der ist nach Specimen runter. Er fällt für mich also für diesen Kill aus. Zu den Wires bin ich in diesen Dings rein. Genau, zu den Wires. Das habe ich noch gesehen. Und dann ist er eben da in Specimen rein. Das heißt, er ist auf jeden Fall nach mir aus dem Lab raus, wenn er nicht nach Specimen runter weiter ist. Wenn Vanny sagt, sie war in Specimen, hat sie auch relativ wenig Chancen gehabt, den Kill zu machen. Naja, aber dann Chaos, müsste die auf Colin... auf der linken Seite waren... wer von euch ist denn als letzter beim Linken weggegangen? Beziehungsweise ja, seid je nach Bildschirm. Hin? Nee, wir sind ziemlich zusammen da gegangen. Und wo seid ihr danach synchron. Hin? Dann sind keine wir, Ahnung, weil ich keine die, Task mehr habe. Ja, wir sind, glaube ich, die Kurve gegangen. Ich glaube, wir sind ein bisschen in Storage oder so rein, nach Leichen gucken und dann sind wir irgendwann zu Office, oder nicht? Und haben also dann ja auch gesehen, dass irgendwo jemand tot ist. Das war also auch warst du die ganze Zeit zusammen, Goofy und Chaos? Nein. Wann? Also am Seismic, am linken, habe ich Chaos gesehen. Da ist er mir entgegengekommen, weil ich rechts eben Colin gesehen habe. So, da bin ich ja eben zum linken hin. Da kam mir dann Chaos entgegen. Alles klar, Seismic war aus. Und dann weiß ich es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Aber die ganze Zeit waren wir nicht zusammen, Merlo. Also ich habe meine Frage, Merlo. Du hast ja gesagt, du warst mit Colin im Lab. Ja. Ich bin ja direkt ins Specimen nach der Runde, nach der Diskussion. Ich bin direkt runter und habe meine drei Aufgaben gemacht und ich habe Colin nicht gesehen. Ich bin ja nicht nach Specimen runter. Der Geist von Papst wird euch heimsuchen. Und musste dann nach links wieder raus zu diesem Vent da, wo die Dings... Keiner gevotet, geil. Der Geist von Papst wird euch heimsuchen. Ihr seid alle tot. Klappe jetzt. Aber was bleiben eigentlich, wenn Vanny die Wahrheit sagt, Chaos und Goofy nur noch übrig? Ich mache meine Aufgabe fertig. Ich habe auch noch Aufgaben. Ich habe, kann ich dir sagen, ich habe Simon Says, ich habe die Zahlen eingegeben und ich habe die Kiste sortiert. Also ich hatte quasi alle Aufgaben fast in Specimen, die man haben kann. Für mich ist es eigentlich auch Chaos. Weil Chaos ich glaube auch, dass es Chaos ist. Weil Chaos ist der Einzige, den ich in der Zeit nicht häufig gesehen habe. Ich glaube, wir müssen mal nach oben gehen. Irgendjemand wird tot sein. Wir gehen zum Admin-Tisch. Wir diskutieren das jetzt aus. Wir müssen voten. Ja, ich hätte jetzt nach oben nach einer Leiche geguckt. Und du kannst ja mal gucken auf die Lifeline. Oder? Ja. Drückst du den Knopf? Die drückt den Knopf nicht. Scheiße. Rot ist tot. Rot ist tot. Okay. Also, ich würde jetzt gerne mal wissen, es können eigentlich nur Goofy und Chaos sein, Merlo und ich, wir waren aber, ja, schön, wir hatten die Seismics ausgemacht. Warte. Die Leiche ist gerade, der Dings ist gerade erst gestorben. Goofy habe ich gerade im Office gesehen, also muss es Chaos sein. Es gibt keine andere Option, der ist gerade gestorben. Der war noch rot.
Chaos war aber jetzt bei mir. Ich bin gleich zum linken Seismic rüber und habe dann abgeholt. Ja, aber der ist gerade erst gestorben. Und Goofy, du warst doch gerade im Office. Ja, wenn er gerade erst gestorben ist. Bei der Ecke. Dann... Goofy, wo genau hast du Chaos abgeholt? Direkt am Egg Electric. Ist er also in bist du nicht weiter nach hinten gelaufen? Nein. Warum? Wo bist du? Ich bin ganz hinten am Egg. Also an Electric vorbei, am Fenster vorbei. Und da liegt nämlich Colin. Mich würde mal interessieren, bis. Dann ist es Chaos nach Merlo? Dieser Aussage von Aber dir. Wenn der jetzt gerade gestorben ist. Ja, wenn er jetzt gerade erst gestorben dann ist. Dann bist du es, dann ist das doch nach dem Alarm. Der müsste. Der war ja doch niemand. Der war gerade rot, vielleicht 5 Sekunden ist er tot. Ungefähr. Ja, dann ist. Ich habe Goofy schon vor mehr als 10 Sekunden oder so getroffen. Und seitdem waren wir ja zusammen unterwegs. Ja, Vanni also, kann ihn eigentlich nicht umgebracht haben, weil Vanni war die ganze Zeit unten. Wir ich war Lifelines, ich habe Goofy gesehen. Goofy kam mich selber in Chaos, dich habe ich nicht gesehen. Das war jetzt die Frage. Chaos war hinter mir. Chaos und Goofy sind zusammen runtergekommen. Die sind mir beide begegnet. Vanni, du fällst mir jetzt gerade ein wenig in den Rücken. Ich fall niemand in den Rücken. Es als ist du an die Lifeline gegangen bist, war Colin da schon tot. Ja, aber gerade erst. Der ist gerade erst gestorben. Wenn das stimmt, was Goofy sagt, dass die beiden unten zusammen im Office sind, dann musstest du sein, weil anders geht das nicht, weil beide können kein Imposter sein. Wenn Goofy wirklich sagt, Chaos war hinter ihm, dann ist ja, das Problem ist, dass Colin ganz links lag, Goofy ihn also nicht hat sehen können, wenn er nur an der Ecke stand, da wo quasi die Cam ist. Bist du Chaos und Goofy über den Weg gelaufen? Ich bin beiden über den Weg gelaufen, wir sind zusammengekommen. Und das macht mich jetzt dir gegenüber verdächtig und Goofy gegenüber verdächtig und ich glaube, das ist Chaos. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass es Chaos ist, aber ehrlich gesagt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Jetzt müsst ihr dann als nächstes Chaos booten. Chaos, du kleines Stück. Hast du den erst noch umgebracht und dann den Seismic gemacht? Also. Ich habe ein Problem. Ich auch. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich auch, ja. Ihr wollt mich doch jetzt mal verarschen, oder? Ah, jetzt habe ich... Ernsthaft? Ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts. Ich kann nichts tun. Ich sehe was, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich hab keinen Charakter mehr. Ich sehe aber eine komische Ansicht. Hab aber keine Option. Ich kann die Karte öffnen, aber mehr auch nicht. Ich kann gar nichts machen. Ich kann Karte öffnen. Ja, okay, jetzt kann ich. Ja, Goofy, was machst du? Bester.